Heute geht es in diesem Video darum, welche Symptomatik bei frühkindlichen Reflexen auftreten. Den ganzen Tag dieses Hirn auf dem Dach haben, wie Kopf- und Bauchschmerzen angesiedelt sind, um dem System das Signal zu geben, das ist hier alles gerade zu viel. Hi, ich bin Melli, Fachergotherapeutin für Kinder. Wir gucken uns heute den Mororeflex und den Furcht-Lähmungsreflex mal im Detail an. Kinder, die einen persistierenden Mororeflex oder einen persistierenden Furcht-Lähmungsreflex haben, haben Schwierigkeiten, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Das ist ein großes Problem natürlich im Lernen, da sie Geräusche extrem wahrnehmen, visuelle Signale natürlich ganz vermehrt auch wahrnehmen. Ja, sie haben eine große Reizfläche, gerade jetzt in Bezug zur Schule, und dort analysieren sie alles auf Gefahr oder Nicht-Gefahr. Ja, wir hatten ja schon in vorherigen Videos die Alarmbereitschaft beim Mororeflex mal erwähnt. Und hier kommt es natürlich wieder, wenn ich andauernd überprüfen muss, welches Geräusch mir Gefahr macht oder nicht, bin ich natürlich dauerabgelenkt und kann dem Lehrer, Lehrerin da vorne überhaupt nicht folgen. Außerdem haben Kinder mit persistierendem Mororeflex oder Furcht-Lähmungsreflex Schwierigkeiten, strahlend weißes Papier vor sich zu haben. Sie können da quasi nicht agieren, da dieses weiße Papier zu sehr reflektiert und dann der Wahrnehmungskanal so bereizt ist, dass daraus quasi auch eine Lernschwierigkeit entstehen kann, wenn Lehrer viel mit Arbeitsblättern arbeiten. Außerdem haben diese Kinder wenig Ausdauer. Ja, wenn man überlegt, Mororeflex, der persistiert, oder der Furcht-Lähmungsreflex, hatte ich schon erwähnt in anderen Videos, der zieht unglaublich viel Energie, weil sie den ganzen Tag dieses Hirn auf dem Dach haben, wie bei der Polizei, bildlich gesprochen. Ja, andauernd sind sie in Alarmbereitschaft. Und dann kommt es natürlich dazu, dass das auch sehr, sehr viel Energie saugt. Das heißt, für angefangene Aufgaben haben sie nicht mehr so viel Kapazität und haben dann natürlich eine eher niedrige Ausdauer. Kommen wir jetzt zu Symptomen im Verhalten. Ein persistierender Mororeflex, / Furcht-Lähmungsreflex, kann dafür sorgen, dass ein Kind dauerängstlich ist. Ohne ersichtlichen Grund. Diese Kinder ziehen sich zurück, beobachten alles ganz genau und sind eher in der beobachtenden Position, in der zurückgezogenen Position, um alles genau bewerten zu können. Sie sind dadurch natürlich auch wenig stressresistent. Da, wir hatten es ja schon in anderen Videos, da der Mororeflex den Cortisol- und den Adrenalinspiegel nach oben schneiden lässt, ist dort ja schon eine hormonelle Hormonbelastung sozusagen, ja schon da, eine hormonelle Stressbelastung meine ich. Und dadurch sind sie ja schon gereizt. Ja? Also das Maß ist voll, es fehlt jeden Tag nur so ein Tropfen und sie können explodieren. Sie haben natürlich eine große Abneigung gegen Veränderung von Routinen. Veränderung von, ach, ich fahre mal eben schnell dahin, sind bei diesen Kindern nicht gern gesehen. Das sorgt natürlich wieder für Stress. Was kommt da auf mich zu? Warum sagt Mama mir oder Papa mir das nicht vorher? Und das ganze System kommt aus dem Gleichgewicht und sorgt für noch mehr Stress obendrauf. Das zeigt sich dann natürlich auch im veränderten Verhalten gegenüber den anderen. Diese Kinder haben aber natürlich auch gern die Macht, gern die Kontrolle, Dinge zu entscheiden. Sie sind da zwar sehr unsicher, aber sie lieben es trotzdem, die Fäden so ein bisschen in der Hand zu haben. Darauf bezogen, nicht es auszunutzen, sondern für sich Sicherheit zu haben. Ich habe meinen Rahmen, in dem ich mich bewegen kann. Bitte ändere doch da nichts ab. Sie halten wenig Augenkontakt, da sie das als eher unangenehm empfinden und haben auch wie so eine Art Stimmungsschwankungen, sage ich jetzt mal. Ja? Also sie haben immer irgendwie kleine Befindlichkeiten und dann ist wieder meine Situation gut. Dann trifft ein Ereignis obendrauf und die Laune kippt. Das ist bei Kindern mit persistierendem Mororeflex, Furcht-Lähmungsreflex eher Alltag. Diese ganzen Umstände sorgen natürlich dafür, dass sie auch mal aggressives Verhalten zeigen. Ja, also ich erinnere bloß mal daran, wenn wir urlaubsreif sind und der Chef kommt und datscht uns jeden Tag noch irgendeine neue Aufgabe um, da sind wir ja auch
es kann ja dann auch echt mal nervig sein. Und dann explodiert man. Das kommt teilweise aus reiner Überforderung aus der Situation heraus. Und das führt natürlich dann auch teilweise zu einem eher schlechten Bild für diese Kinder. Weil wenn das öfters passiert, sehen Erzieher oder Lehrer natürlich nicht ganz so gern. Und all das sorgt natürlich auch dafür, dass diese Kinder im Selbstwertgefühl, im Selbstwert eher recht weit unten angesiedelt sind, weil sie natürlich merken, Mensch, also irgendwie, ich bin anders als die anderen. Ja, das kriegen die Kinder ja mit. Und außerdem sind belastete Kinder sehr, sehr feinfühlig. Sie riechen 10 Kilometer gegen den Wind, dass jemand schlecht drauf ist. Sie sind sehr empathisch und dahingehend natürlich auch sehr, sehr vorsichtig mit ihren Äußerungen, da sie natürlich dem Gegenüber nicht noch weiter verletzen wollen oder nicht noch mehr belasten wollen, je nachdem auch wie alt das Kind schon ist und quasi das Ganze auch schon wegreißen kann. Gesundheitlich können diese zwei Reflexe, wenn sie persistieren, eine Immunschwäche hervorrufen, da Adrenalin und Cortisol so dermaßen hoch im System sind, dass sie quasi Dauerstress auslösen. Und dieser Dauerstress ist ja auch mit Studien belegt, dass Dauerstress das Immunsystem kaputt machen kann. Dadurch, dass sie immer in so einer Art Schutzhaltung auch sind und so, oh Gott, bauen sie eine Art Schutzschild auf. Ja? Der Muskel in jeder Partie ist irgendwie angespannt. Die haben auch Verspannungen im Nacken, im Schulterbereich, sind eher so zurückgezogen, haben oft hier auch Schwierigkeiten, sich gerade zu machen, groß zu machen, zu zeigen, weil sie halt andauernd in dieser Schutzposition einfach im Unterbewusstsein sich befinden. Sie zeigen oft Bauch- und Kopfweh. Kindern schreibt man ja auch zu, wenn sie Angst haben, wenn sie sich vor etwas fürchten, wenn sie Stress haben, dass dort oft auch Kopf- und Bauchschmerzen angesiedelt sind, um dem System das Signal zu geben, das ist hier alles gerade zu viel. Damit einhergehend sind auch diese Kinder oft belastet mit Verstopfungen, da der Magen-Darm-Trakt dann nicht mehr so wirklich richtig funktioniert. Gesundheit findet ja meistens in der Bauchregion im Darm statt. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Video wieder dabei bist und bis zum nächsten Mal.